Danke, dass Sie gekommen sind, Dr. Crane. Keine Ursache. Ein Selbstmordversuch? Will wohl auf Unzurechnungsfähigkeit hinaus. Aber bevor irgendwas passiert... Natürlich. Dann lieber auf Nummer sicher gehen. Ah, Dr. Crane. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann einfach nicht mehr. Es erdrückt mich förmlich. Bla, bla, bla. Noch ein paar Tage bei dem Essen. Dann stimmt das sogar. Was wollen Sie? Ich will wissen, wie Sie mich davon überzeugen wollen, meinen Mund zu halten. In welcher Sache? Sie wissen doch gar nichts. Nur, dass Sie nicht wollen würden, dass die Cops sich die beschlagnahmten Drogen genauer ansehen. Ich weiß von den Experimenten mit Ihren Klapsmühlenpatienten. Sehen Sie, ich mache mit niemandem Geschäfte, bevor ich seine schmutzigen Geheimnisse nicht kenne. Und diese Schläger von Ihnen, die gehören alle mir in dieser Stadt. Hören Sie, ich schmuggle Ihr Zeug schon seit Monaten hier rein. Also, was auch immer er plant, die Sache wird groß. Und ich will einsteigen. Was er dazu sagen wird, weiß ich jetzt schon. Dass wir sie töten sollen. Ach, nicht mal er kann mir hier drin was anhaben. Nicht in meiner Stadt. Möchten Sie meine Maske sehen? Ich benutze sie bei meinen Experimenten. Für jemanden wie Sie mag ich vielleicht nicht sonderlich schrecklich aussehen. Aber diese Verrückten können das nicht ertragen. Also seit wann leitet ein Irrer ein Irrenhaus? Sie schreien und sie jammern. Genau wie Sie gerade. Tja, er täuscht das nicht vor. Der auf keinen Fall. Ich rede mit dem Richter. Wir verlegen ihn besser in den Sicherheitstrakt in Arkham. Hier kann ich ihn nicht behandeln.